Kasuya, oha! Oh, sehr nice. Heute noch gar nicht gesehen. Stimmt, ja. Du hast ihn ehrlich mitgenommen? Hat er? In Set 1 vom ganzen Tag. Okay, okay. Set 1 vom ganzen Tag. Oh, okay, es ist. Wir sind hier im Losers Final. Let's go. Im Losers Final. Und wir sehen den inzwischen schon Österreich bekannten Kasuya von Sandro. Ja. Oh! Ja. So kombot nur Sandros. Habe ich gerade Kasuya von Sandro? Ja, Kasuya von Sandro. Ja, nee, natürlich. Nur Sandros Kasuya, aber eben. Genau, natürlich. Ja, ja. Kasuya. Ja. Und wir sehen. Ja, einen kleinen Lied. Ich weiß gar nicht, wie gut. Also, Kasuya ist ein Charakter, den ich noch sehr wenig kenne. Oh! Ich weiß, dass das schlecht ist, außer natürlich man also verhaut seinen Körper. Ja. Kasuya ist ein Charakter, den du sehr wenig kennst. Ja. Natürlich, weil er ist ja auch der Neueste. Er ist seit einem Monat oder 2000. Ja, das grob. Echt schon so lang? Ja. Okay, wir spielen ihn zu wenig. Ich weiß ja nicht, wie gut man ihn edgeguarden kann als Falco. Darauf wollte ich eigentlich als Falco kann man ihn eigentlich relativ free edgeguarden. Okay, mit Forward Air. Ja, okay. Passendes Timing und Downer. Geht nicht durch die Flügel, weil die Flügel sind, glaube ich, disjointed. Okay. Aber durch den Schädel von Kasuya. Ja. Weil ich glaube, die Haare von ihm sind auch eine Hitbox. Alle? Ja, die sind ja so. hat er so einen spitzen Kopf? Ja. Das ist ein schöner Lied, aber leider ist Kasuya ziemlich. Aber das selbst das wird er nicht überleben. Ja, das wird kein Charakter überleben. Sehr weiß. Okay, oh. Das muss gehen. Das? Okay. So, jetzt. Es ist der Kampf. Okay, ich wollte gerade sagen, wer kriegt einen Tilt oder einen Grab? Ja. Darauf kommt es an, aber jetzt sehen wir. Aber ist eigentlich der Downtilt von Kasuya auch mega, mega gut, weil wie lange man im Mittleren von dem Move ist, da ist man meistens in einer automatischen Textsituation drin. Mir fällt es jetzt auf, dass es irgendwie komisch ist, dass das Set tatsächlich auch nicht viel stark ist. Falco wird doch eher Plattform gehen und Kasuya wahrscheinlich der Fischer. Ja. Aber, wie gesagt, kenne ich mich nicht so gut mit den Charakteren aus dem Game an. Oh, okay. Ist das vor? Ja, nein, okay. Das, okay, es war. Es war zwar der Input, aber es hat nicht gefehlt. Ja, okay. Die Ecke wird definitiv rein. Definitiv. WGF. Die Electric Wind Godfist. Ich wollte eigentlich sagen, die Electric Wind Girlfriend, oder? So eine will ich auch. Ja, wer nicht. Was da kam es ja. Ach, hey, was kommt denn jetzt? Sandro ist so confident, dass er am Ende noch das Rebound für uns Bowser kriegt, dass er jetzt alles mögliche spielt. Sonst nimmst du an, dass du die Absicht hast. Nein, bitte. Guni, der große Mann, der nicht mal Palutena näher SDN kann, legt sich auf. Ich sag da nichts zu. Legt sich auf, dass niemand Falco ab zu SDN. Ab zu SDN. Lernt alles so zu SDN wie Bossi. Es erstaunt mich doch immer wieder, wie leicht Sephiroth ist. Weil das Up-Tilt back air so auf 80 nicht mehr connected, schockt mich das wirklich sehr. Up-Throw, sorry, ja. Aber bei dir im Set habe ich es auch gesehen. Ach so, ja, stimmt. Da habe ich aber auch nach oben gehalten, da extra, damit. Okay, verstehe. Das ist klar. Weil dann fliegt er was nach oben nach meinem Up-Tilt. Das ist natürlich so ein Typ. Aber ich freue mich ein bisschen was von Sandro Sephiroth zu sehen, weil vielleicht kann ich reagieren und da vielleicht noch was abholen. Oh Gott, das macht mir Angst! Das ist ein Problem. Ich weiß gar nicht, sind die dann auch stärker? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nur der Hit vom Schnitt ist stärker. Ja, genau,
Aber nicht aber die Projektile. Halt wenn, wenn die Projektile selber stärker wären, eieiei. Ja, das war ein Problem. Und Tuni, wie schon vorher gegen dich, hat den Backflow nicht rausgehört. Ja. Und das ist immer ein Problem. Na, jetzt. Ja. Hat er gelernt? Ja. Ja, das war sehr gut. Und ich muss meine, ich muss hier wirklich meinen Kommentar von vorher wieder zurücknehmen. Sein Sephiroth ist clean. Sein Sephiroth ist ziemlich clean, ja? Ja, also. Ja, das war, ich kannte seinen Sephiroth. Es liegt daran, dass er clean ist. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich glaube, es gibt sehr wenig Charaktere, die er nicht spielen kann. Ja, es ist, es stoppt mich immer wieder. Mit Ausnahme von Duck Hunt. Also, er ist ein Duck Hunt, war nicht zu gut. Aber okay, was will er auch gegen deinen Rob machen, seien wir ehrlich. Das Ding ist halt, man muss Rob, glaube ich, nicht viel spielen, um Basics zu können. Das stimmt, ja. Und Duckern hingegen ist wahrscheinlich einiger... Duckern muss man, glaube ich, wirklich sehr viel Zeit reinstecken. Ja, ja, ja. Ja, gut. Man muss halt auch, man muss halt auch lernen, selber zu campen und was für Approach-Options man approachen muss er. Ja. Weil ich glaube nicht, dass beispielsweise Duck Hunt Dash Attack ist. Und wir sehen die zwei besten DLC im Pass 2 Charaktere. Ja. Würdest du sagen, Steve ist besser als Peaches? Ja. Nein. So. Okay, ich freue mich, dass dieser Kommentar so viel Kontroverse ausgelöst hat wie geplant. Also, gut im Sinne von gut und nicht beliebt. Ja, natürlich. Ja. Nein, ich meine, das sind doch die zwei Charaktere, die ich außerhalb von Smash am meisten mag aus dem zweiten Pass. Als Fan von beiden Spielen. Ja. Ich hab Xenoblade 2 nie wirklich gespielt, aber ich bin auf der ersten Teil nicht wirklich gereizt war. Aber das ist was ganz anderes. Aber ich mag den ersten schon lieber. Aber beispielsweise Final Fantasy finde ich das Remake, auch wenn es ein bisschen vom Original verändert wurde. Kommt anschauen besser, aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich JRPG-Ding so vom rundenbasierendes Kampfsystem mir fehlt. Da hätten sie, einfach nur. Wow! Da hätten sie. Das war echt. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass ich glaube, Tony hätte aber die Abwehr ein bisschen später machen. Oh, er hat keinen Jump. Es ist vorbei. Ja. Das ist auch eine gute Repräsentation. Oh mein Gott! Das ist Staubschmeck! Ich bin nicht von Fabio! Alter. Ja. Sandro. Schade. So könnte man ihn tatsächlich nennen. Oder eher. Ja. Aber das sieht relativ eindeutig für Sandro aus. Ja. Aber mal schauen, es ist immer noch Ibis. Ja. Die natürlich gleich Downer Upsmash machen könnte. Oder ich glaube Downer Upsmash. Ja, oder nur Downer. Oder nur Downer. Warum nicht? Ja. Aber ich meine, ich glaube Downer Upsmash geht bei 35 Fire Bro. Das habe ich noch nie gesehen. Es ist ein Ding, aber es ist halt nicht unbedingt etwas, wofür man immer gehen sollte. Das verstehe ich. Weil beispielsweise ist halt Mithra obviously bei weniger Prozenten besser als Pyron. Dafür hat sie halt, wenn beide nicht das richtige Setup wirklich finden, ist Pyron fürs Killen trotzdem besser, weil die Fair oder die Backer übertrieben stark sind. Und damit Tuni das erste Mal getroffen seit. Keine Ahnung mehr. Das kann ich böse enden. Er macht den gerade Sandy. Okay, scheinbar. Er macht den gerade Sandy. Scheinbar war das der gerade Sandy. Ja, gerade Sandy macht den nicht sehr häufig, wenn er zu Ledge kommt. Er macht den sofort Dropdown ab. Der gerade Sandy, den ich heute gemacht habe. Brazzani! Es ist wirklich toll, wirklich spannend. Ja. Das hier ist ein Chainsaw Man. Ja. Da. Sophie, schau mal. Wir sind echt nicht gut. Schau, es sind Fans, ja. Oh! Jetzt kommt sie her. Jetzt schaut sie endlich auf. Ja. So, jetzt haben wir ein Dreier-Commentary hier. Willkommen, Sophie the Warrior. Ich will aber nichts reden. Okay. So viele, der war hier. So, und hier sind wir. Gamepoint für Tony und er spielt immer noch Pyro mit.
Ja, okay. Ja, halt, dass er ausscheidet, dass er auch, wie auch immer es heißt. Ja. Das andere ist Tournament Game, Tournament Game, das habe ich gemeint. Das andere ist halt auf jeden Fall Set-Point mehr oder weniger. Genau, genau, das war's, das war's. Jetzt habe ich, hab ich meine Tennis-Language verlernt. Ich habe zu lange kein Wii Sports mehr gespielt. So, sehen wir wieder. Okay. Oh wow! Ist er gelandet? Ja. Er ist nicht gelandet, aber er ist so wie Abbieter, dass ein Multi ist und ihn ja reinzieht, kurz auf die Stage gekommen. Okay, okay. Aber ich weiß nicht, ob er das hätte tacken können, weil irgendwie ist das. Sind ich sag mal Stage Spikes super komisch in Ultimate zu tacken. Ja, ja. Weil beispielsweise, wenn man mit Hero in der Luft jemanden spiken mit einer Backer Spike, ist es glaube ich ab 60, obwohl es nicht so aussah, attackable. Unglaublich. Und dass der Abstrich getroffen hat, hat mich ein bisschen verwundert. Ja, ja, ja. Schade, die Hitbox doch ein bisschen kleiner als die Animation. Ja, das ist eine Smash wär's gewesen. Ja. Happy. So. Oh. Das ist scary. Ja. Ein dummer Fehler und. Soundbot den Stock. Also das spreche ich einfach für Tuni, wenn wir einen dummen Fehler machen und auch Stage landen. Ziemlich. Ich habe übrigens für sehr lange Zeit gedacht, wenn die Gegner so nach oben fliegen, ja, ist das die Backward. Aber ist das die Sourcecourt von der Down? Ja, es ist die Backwards Down, ja. Das hat mich so schockiert. Ich meine, die Backward hat ja auch so. Seine Down nach oben. Oh, und wieder. Oh mein Gott! Das war's. Oh mein Gott! Sehr schön. Sehr schön. Oh mein Gott! Und damit hat Sandros gedacht, ich wollte wirklich gerade sagen, die Leute müssen anfangen, Pyra wie Chrome zu edgegun und einfach eine Hitbox zu haben. Aber Leute tun das nicht. Aber Sandro, sehr fragen. Bitte, ja. Toni, bitte. Bitte. Sag was. Sandro, wieso funktioniert deine Scheiße nicht?